Hi Leute, Jigsaw hier. Habt ihr versucht, im App Store eine App herunterzuladen und dann die Nachricht bekommen, dass die App in deinem Land nicht verfügbar ist? In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Problem auf eurem iPhone lösen könnt. Los geht's! In einigen Ländern sind bestimmte Apps nicht im App Store verfügbar und sie werden euch gar nicht angezeigt oder ihr bekommt eine Fehlermeldung, wenn ihr versucht, diese herunterzuladen. Die Information, in welchem Land ihr euch befindet, ist auf eurer Apple-ID eingestellt. Wenn also bestimmte Apps nicht verfügbar sein sollten, müsst ihr die Ländereinstellungen auf eurem iCloud-Account ändern. Öffnet dazu den App Store, klickt dann oben rechts auf das Profil-Icon und dann oben auf euren Account, also eure E-Mail-Adresse. Unter Land bzw. Region könnt ihr jetzt ein anderes Land auswählen, in dem eure App nicht gebannt sein sollte. Beachtet, dass Apple die eingegebenen Adressinformationen überprüft. Schaut also, dass ihr irgendeine echte Adresse verwendet, indem ihr zum Beispiel bei Google Maps nach einer passenden Adresse sucht. Nachdem die Änderungen gespeichert sind, solltet ihr die App auf eurem iPhone und auch auf dem iPad herunterladen können. Eventuell müsst ihr das Gerät auch nochmal neu starten. Für den Fall, dass die App euch einige Inhalte nicht anzeigt, zum Beispiel irgendwelche YouTube-Videos, empfehle ich euch einen VPN-Service zu nutzen. Durch VPN-Anbieter wird euer Internet-Traffic durch andere Server geleitet, die irgendwo anders auf der Welt stehen. Dadurch ändert sich eure IP-Adresse, die nach außen angezeigt wird, und somit geht die App dann auch davon aus, ihr würdet euch woanders befinden. Falls ihr wissen wollt, wie ihr ein VPN auf eurem iPhone einrichtet, schaut auf meinem Kanal vorbei. Ich habe zu dem Thema bereits ein Video erstellt. Okay, wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn ihr Fragen habt oder euch wünscht, dass ich ein Video zu einem anderen Thema aufnehme, dann einfach in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal, ciao!